Auseinandersetzung und die Vorbereitungen auf einen Blackout, auf einen großflächigen und länger andauernden Stromausfall ist für jeden Einzelnen eine wesentliche Auseinandersetzung, aber vor allem für die Einsatzorganisationen. Für uns als Feuerwehr beginnt die Vorbereitung in der örtlichen Feuerwehr, setzt sich fort über die Bezirke bis hin zum Landesfeuerwehrkommando. Ein wesentlicher Teil ist Kommunikation und hier ist ein entscheidender Dreh- und Angelpunkt die Landeswarnzentrale. Es braucht aber auch ein Commitment mit allen Einsatzorganisationen, dem Bundesheer und dem Netzbetreiber. Und hier haben wir uns auch in einem gemeinsamen Übereinkommen bereits darauf abgestimmt und uns auf so ein Szenario vorbereitet. Die jetzige Übung zeigt aber, dass es wichtig ist, genau diese Abläufe auch zu beüben. Völlig unbestritten ist, dass das Landesfeuerwehrkommando Oberösterreich mit Sitz in der Linzer Betzoldstraße zur kritischen Infrastruktur in Oberösterreich gehört. Nicht nur, weil das Katastrophenschutzlager für Oberösterreich bei uns eingelagert ist, sondern vor allem deswegen, weil die Landeswarnzentrale und auch der Landesführungsstab Feuerwehr hier bei uns angesiedelt ist. Und als solches müssen wir periodisch überprüfen, ob die Funktionsfähigkeit auch ohne Strom von außen gegeben ist. Bereits seit Jahrzehnten ist das Thema Notstromversorgung und Autarkie des Landesfeuerwehrkommandos ein Thema und in den Planungen mit eingeflossen. Wir überprüfen periodisch unsere Stromaggregate auf Funktionsfähigkeit, aber es war uns ganz besonders wichtig, dass wir wirklich die Probe aufs Exempel machen und das Gebäude komplett von der öffentlichen Stromversorgung der Stadt Linz trennen. Ganz wichtig ist uns die Funktions- und Handlungsfähigkeit unseres Stabes. Unsere Mitarbeiter im Haus üben jede für sich eine gewisse Funktion im Gebäude aus. Die einen halten den Stabsbetrieb aufrecht, die anderen sorgen dafür, dass die Abteilungen dort, wo notwendig, auch dementsprechend funktionieren. Sobald der Stab dann die Arbeit aufgenommen hat, ist es wichtig, die Lage in Oberösterreich zu erkunden, zu sichten. Dementsprechend versuchen wir auch dann, Meldungen aus den Bezirken hereinzukommen. Einen ganz wichtigen Dienst leistet uns dabei der neue Digitalfunk, der ja dementsprechende Ausfallsicherheit und Kommunikationsmöglichkeit oberösterreichweit bietet. Um das Ganze wirklich auch einem Härtetest zu unterziehen, haben wir diese Übung nicht nur für kurze Zeit angesetzt, sondern beginnend am Nachmittag bis in die Nachtstunden hinein, um zu überprüfen zum einen, ob diese Notstromversorgungsmaßnahmen auch über viele Stunden funktionsfähig sind und zum zweiten, dass wir bei Tageslicht und auch bei Dunkelheit das Funktionieren unseres Gebäudes sichergestellt haben. Für uns als verantwortliche Führungskräfte im Landesfeuerwehrkommando ist ganz wichtig und das hat diese Übung eindrucksvoll gezeigt, dass wir perfekt aufgestellt sind für den Fall eines Stromausfalles und wir sind für den Einsatz gerüstet.